Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch einmal herzlich willkommen auf der Bestmesse in Klagenfurt. Es ist heute unser erster Messetag und ich begrüße Sie aus dem Best Forum. Wir starten jetzt mit dem nächsten Thema ins Programm. Hilfe! Die Bachelors kommen, Bachelor und der Arbeitsmarkt, und darf meine Runde begrüßen. Andreas Hennekel von Infineon Technologies Austria AG oder Austria AG, je nachdem. Friedrich Faulhammer, wir haben Sie in der Eröffnungsrunde bereits begrüßen dürfen, Generalsekretär, Sektionschef beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, und Oliver Wittuch, Rektor der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Unser Thema: Bachelor und der Arbeitsmarkt. Andreas Hennekel, würden Sie sagen, dass Ihnen diese jungen Menschen abgehen, die beim Studieren sind, bei Ihnen in der Firma? Ja, natürlich, als technisches Unternehmen haben wir immer eigentlich einen Mangel an Naturwissenschaftlern, an Technikern. Das heißt, die Leute, die jetzt noch im Studium sind, auf die warten wir schon sehr, und die sind immer sehr begehrt von unserem Unternehmen. Reicht für Sie aus Ihrer Erfahrung, die Sie ja bestimmt schon ganz viele Bachelor angestellt haben oder mit Ihnen zu tun gehabt haben, reicht die Bachelor-Ausbildung, dass Sie sie im Unternehmen schon verwenden können? Quasi? Best TV. Ja, vielleicht kann man das nicht so in eine Richtung betrachten, weil ich glaube, wir brauchen das volle Spektrum. Ich würde es mal so sagen. Da ist wirklich alles gefragt. Es geht an der Basis vom Lehrling los. Das geht sehr viele HTLer, wie es auch schon angesprochen wurde. Die Bachelor werden sich irgendwo dazwischen einreihen, aber auch die TU oder sonstigen Absolventen, die Master oder Doktoranden, werden genauso in unserem Unternehmen gebraucht. Und wir können einfach die Palette hier auffüllen und das angepasster einsetzen, die Bewerber. Friedrich Faulhammer, jetzt sagt der Andreas Hennekel, also es wird alles gebraucht, also nicht nur Akademiker. Allerdings gibt die EU eine gewisse Quote vor, dass sie so gern haben möchte, dass also auch in Österreich mehr Akademiker und Akademikerinnen ausgebildet werden. Wie soll man da vorgehen, wenn auf der anderen Seite sozusagen auch Facharbeiter gebraucht werden? Natürlich können auch Facharbeiter Akademiker sein, aber sozusagen dieser Weg, wie soll dieses Problem gelöst werden von der Wirtschaft her? Also zumal freut es mich sehr zu hören, dass auch unsere Bachelor sehr willkommen sind am Arbeitsmarkt, und dass es ganz klar ist, dass wir auf verschiedenen Ebenen Absolventinnen und Absolventen brauchen, und da die Bachelor-Absolventen also auch ihren Platz finden und finden werden noch vermehrt. Was diese Akademikerquote betrifft, so ist das eine Diskussion, die von der OECD begonnen wurde und auch sehr stark jetzt in der EU geführt wird. Aber hier gilt es darauf hinzuweisen, in Österreich sehen wir das sehr differenziert. Wir haben ein hervorragendes, höheres berufsbildendes Schulwesen. Die HTLs, habe ich schon gehört, sind auch alle hier zum Beispiel. Das sind Abschlüsse, die vergleichsweise mit vielen anderen Ländern schon tertiäre Inhalte vermitteln. Und wir daher jetzt in dem europäischen Konzert auch die Abschlüsse der HTLs als Abschlüsse auf tertiärem Niveau zählen. Und wenn man diese Abschlüsse in Rechnung stellt, dann sind wir schon sehr nahe an den 40%, die bis zum Jahr 2020 erreicht werden sollen. Das ist eben, ich glaube, der österreichische erfolgreiche Weg, auf verschiedenen Ebenen hochqualitative Ausbildungen anzubieten, auf der Ebene der Facharbeiterinnen und Facharbeiter, auf der Ebene der Schulen und auch auf der Ebene der Hochschulen. Und insofern haben wir das gesamte Spektrum, und die wirtschaftliche Entwicklung gibt uns auch recht, dass das ein richtiger Weg ist. Sie waren damals im Ministerium bei dieser Entwicklung bzw. Einführung des Bachelor-Systems in Österreich mit dabei, Mastermind quasi. Jetzt gibt es über 1000 Bachelor-Studienrichtungen. Wie soll man sich denn dort zurechtfinden? Ja, Sie haben völlig recht. Die Vielfalt ist sehr groß. Die hat nur zum Teil etwas zu tun mit der Einführung der Bachelor-Studien, sondern zum größeren Teil etwas zu tun mit der sehr erfreulichen und erfolgreichen Autonomie der Universitäten. Diese Autonomie, diese Entfesselung der Universitäten bei der Gestaltung der Studien hat auch zu einem starken Anstieg der Bachelor- und Masterprogramme geführt. Und das ist jetzt auch schon erkennbar bei den Universitäten selbst. Die Universitäten hinterfragen das jetzt wieder stärker, überlegen sich, Bachelorprogramme, Masterprogramme wieder zusammenzuführen, um die Sache auch etwas übersichtlicher zu machen. Oliver Wittuch, Sie sind Rektor an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, bilden also auch Bachelor aus. Würden Sie sagen, gibt es Unterschiede zwischen FH-Bachelor und
Uni-Bachelor? Das ist fast schon eine Fangfrage, Frau Bacher. Also da möchte ich eigentlich die Differenzen nicht so sehr hervorheben, sondern eher das Gemeinsame. Ich glaube, dass derzeit ein gewisses Problem der Bachelorabschlüsse schlicht noch darin besteht, dass die Bachelors die unbekannten Wesen sind. Es gibt noch nicht so viele, es stehen umso weniger bereits im Berufsleben und es ist gewissermaßen in unser aller Realität noch nicht ganz angekommen. Ich glaube aber, dass sich dieses Phänomen binnen kürzesten, also innerhalb von wenigen Jahren, sehr stark lindern wird. Man muss bedenken, dass es sehr unterschiedliche Arten von Berufstätigkeiten gibt. Es gibt etwa klassischerweise die freien Berufe und es gibt vielfach sehr spezifische Berufsbilder, die eine eigene Studienkarriere voraussetzen. Wenn ich Arzt werden will, wenn ich Apotheker werden will, etwa auch wenn ich Rechtsanwalt werden will, dann gibt es dafür sehr klar vorgezeichnete Studienwege und da ist ein Bachelorabschluss nun nicht das Typische. Es gibt aber sehr, sehr viele andere Berufsfelder, die diese eindeutig nicht haben und wo die Kombination, dass ich ein Stück weit Kompetenzen, das wird auch Soft Skills etwa einschließen, aus einem Universitätsstudium in etwas breiterer Form mitgenommen habe oder auch aus einem FH-Studium und dann on the job und eventuell auch durch spätere aufbauende Studien später in meiner Berufskarriere mir noch weitere Kompetenzen hole, dass das absoluter Regelfall sein wird und dass von diesen hochspezifischen Dingen wie Arzt oder Rechtsanwalt einmal abgesehen, diese Entwicklung auch eine sehr gedeihliche und letztlich fast automatische sein wird. Aber Sie bekommen ja sicher Feedback von Ihren Studentinnen und Studenten, die sagen, also Sie sind beim Fertigmachen mit dem Bachelor und tasten einmal vor in die Wirtschaft und erkennen dann, ich muss gescheiter noch den Master gleich dranhängen, dann wirke ich mehr in der Wirtschaft. Wir werden dann gleich nachfragen, ob das wirklich so ist. Erleben Sie das auch in Ihrem Alltag? Also ich glaube, dass das ein Artefakt ist. Das hängt auch damit zusammen, dass diese neuen Abschlüsse noch ungewohnt sind, auch für unsere Absolventinnen selber. Natürlich ist es naheliegend, legen wir die Karten nochmal auf den Tisch, mit freiem Zugang in sehr vielen Studien und mit Studiengebühren, die es dazwischen nicht und jetzt in allerdings sehr moderatem Ausmaß wieder doch gibt, zu sagen, schaden kann es nicht, zur Sicherheit lege ich noch ein Studium drauf, gerade dann, wenn die Arbeitsmarktchancen vielleicht nicht auf Anhieb so rosig sind, wenn ich mit dem Bachelorabschluss allein nicht zuversichtlich bin, auf Anhieb was zu finden. Das liegt aber weniger in den Qualitäten des Bachelorabschlusses, sondern in den Arbeitsangeboten, die es gibt. Selbstverständlich kann es nicht schaden, seine Kompetenzen über ein Masterstudium zu erweitern, aber dass viele Leute das tun, heißt nicht im Umkehrschluss, dass Bachelorabschlüsse unzureichend oder nicht berufsbefähigend wären. Fragen wir in die Wirtschaft, Andreas Hennöckel, bei Ihnen, bei Infineon. Wie gehen Sie mit Bachelor um? Was haben Sie für Erfahrungen? Ja, ich möchte vielleicht ein bisschen auch Ihren Titel mit aufgreifen, Hilfe, die Bachelor kommen, und dem schon auch einmal ein bisschen zustimmen. Denn natürlich ist es auch für den Arbeitgeber eine Herausforderung, jetzt einmal überhaupt zu wissen, was bekomme ich denn da vom Arbeitsmarkt? Zum einen, weil ja die Breite, wie vorher erwähnt, wesentlich größer geworden ist, und zum anderen haben wir jetzt den Abschluss Bachelor. Der ist jetzt super genormt, sage ich mal vom Wort her, nicht? Heißt überall Bachelor ist das Gleiche. Aber ob ich jetzt einen Bachelor von einer FH Kärnten kriege, was ist da der Inhalt? Ob ich einen von einer TU kriege, was bringt der Mitarbeiter, der junge Mann, die junge Frau mit? Da müssen auch wir noch lernen, sage ich mal an der Stelle. Jetzt darf ich ins Ministerium fragen. Gibt es da noch einen Bedarf, die Unternehmer und Unternehmerinnen zu informieren, was es sozusagen auf sich hat mit den Bachelors, also wie sie ausgerüstet sind und eben nicht nur dieser standardisierte Name unter Anführungszeichen? Wie sehen Sie das? Ja, diese Informationen gibt es seit einigen Jahren und das ist auch ein Teil des Bologna-Prozesses, gibt es den sogenannten Zusatz zum Diplom, Diploma Supplement auf Neudeutsch, und da ist genau beschrieben, welche Inhalte ein Studium hat und mit welchen Methoden und mit welchen Kenntnissen, Wissen
eine Absolventin in ein Unternehmen kommt. Das heißt, hier haben die Unternehmen heute viel mehr Informationen als früher, denn früher gab es zwar ein Gesetz, da standen Fächer drinnen und da gab es vielleicht weniger Titel, aber was sich wirklich dahinter verborgen hat, konnte auch nicht so leicht erkannt werden. Jetzt hat jede Studentin, jeder Student bekommt am Schluss so eine Information. Und wenn die Frage vorhin war, macht das einen Unterschied, ein Uni- oder ein FH-Bachelor, wäre ich etwas weniger diplomatisch und würde sagen, na hoffentlich. Universitäten und Fachhochschulen haben andere Aufgaben und der wesentliche Unterschied muss sein, dass ein Uni-Bachelor mehr an dem wissenschaftlichen Fach orientiert ist, in der Gestaltung des Studienplans, und ein FH-Bachelor mehr am Berufsfeld, für das er ausbildet. Und das ist eigentlich der Auftrag für Unis und Fachhochschulen und das sollte auch erkennbar und sichtbar sein während des Studiums. Glauben Sie, machen wir einen Blick in die Zukunft, dass diese zwei Richtungen irgendwann einmal verschwimmen werden, dass also die Uni genauso diesen praktischen Teil übernehmen wird, wie die FH das schon sehr, sehr anbietet und dass noch mehr Wissenschaftlichere die FHs übernehmen? Wir bemühen uns, im Ministerium bemühen uns, diese Unterschiede aufrechtzuerhalten. Und daher gibt es auch keine Überlegungen, hier eine Zusammenführung so vorzunehmen, dass am Ende so etwas entsteht, was in Deutschland schon einmal gescheitert ist, nämlich die Gesamthochschule, wo beide Arten der Ausbildung verschränkt sind. Also ich denke, es ist wichtig, diese unterschiedlichen Herangehensweisen sichtbar zu machen, diese Stärken herauszustreichen. Und man sollte nicht versuchen, den jeweils anderen zu kopieren. Ich glaube, wir haben alle mehr davon, wenn diese beiden Formen der hochschulischen Ausbildung so weitergeführt und vor allem auch, was die Fachhochschulen betrifft, weiter ausgebaut werden. Also wenn Sie diese Unterschiede positiv sehen, möglicherweise wirkt sich das aber dann im Geldbörsel tatsächlich nicht gleichwertig aus für beide. Glauben Sie, dass das sein kann? Da verstehe ich jetzt die Frage nicht. Also wenn ich sozusagen einen Bachelor von der Uni komme, einen Bachelor Technik und von der FH, dann wird der FH-Bachelor möglicherweise weniger verdienen. Also zunächst einmal sind beides akademische Abschlüsse, Punkt 1. Uni-Bachelor, FH-Bachelor. Zweitens gab es immer unterschiedliche Gehaltsniveaus für unterschiedliche Fachrichtungen. Es war auch bisher nicht so, dass ein studierter Philosoph die gleiche Gehaltsstruktur hatte als ein studierter Informatiker. Das wird es auch in diesem neuen System geben, dass es unterschiedliche Fachrichtungen, unterschiedliche Einrichtungen, unterschiedliche Gehälter bekommen werden. Aber wichtig ist schon, beides ist eine Hochschulausbildung mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Jetzt ist es so, von den pädagogischen Akademien, die sind ja sozusagen in pädagogische Hochschule, ich will nicht sagen umbenannt, also die müssen schon im Hintergrund auch sehr, sehr viel ändern und tatsächlich universitär arbeiten. Man ist ja drauf und dran, dass auch Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen einen Bachelor machen. Würden Sie sagen, dass das für manche abschreckend sein könnte, in solche Berufe zu gehen, wenn sie diesen Weg machen müssen? Also ein Mehr an Vorbereitung, an mehr an Bildung, an mehr Rüstzeug zu bekommen für einen späteren Beruf kann meiner Meinung nach nicht abschreckend sein. Ob das jetzt unbedingt an einer Hochschule dann sein muss, ob das jetzt ein Bachelorabschluss sein muss, ist eine andere Frage. Aber ein Mehr an Informationen, ein Mehr an Wissen, ein Mehr an Methodenkompetenz kann nicht abschreckend sein. Darf ich noch einmal zu Ihnen kommen, Andreas Hennöckel? Ich war bei Ihnen auf der Homepage gestern. Also Sie haben tatsächlich das schön übersichtlich, Angebote für Schüler, Angebote für Studierende, Angebote für Menschen, die später einsteigen. Also Sie differenzieren da ganz sorgfältig im Vorfeld schon. Und es ist Ihnen auch wichtig, dass also jede Zielgruppe quasi da direkt angesprochen wird. Das heißt, möglicherweise gibt es dann irgendeine Rubrik für Bachelor. Ja, es ist uns schon wichtig, dass wir alle Zielgruppen ansprechen, weil wir auch alle Zielgruppen brauchen. Und ich möchte mich da auch beim Vorredner anschließen. Wir möchten diese Differenzierung, zum Beispiel FH-Bachelor, Uni-Bachelor, durchaus aufrechterhalten. Wir sehen das auch so, dass beispielsweise der FH-Bachelor einen stärkeren Praxisbezug aufweist, der TU-Bachelor, aber mehr wissenschaftlich die Themen durchdringt. Und wir haben einfach alle Aufgaben, wenn ich jetzt einmal Infineon ganz konkret nehme, zu bieten. Und wenn wir dann genau auf die Segmente zugehen, dann passt das für den Bewerber besser und es passt für uns besser. Also insofern sind wir da sehr offen. Darf ich bei Ihnen nachfragen, Oliver Wittuch, und zwar eine Bekannte von mir, deren Mädchen studiert Sozial,
Wissenschaften und macht gerade ein Auslandssemester in irgendwo ganz weit oben in Schweden. Bis die dorthin kommen hat können, hat die einen unglaublichen Papierkram zu erledigen gehabt mit Übersetzungen und Beglaubigungen und was der Teufel was alles. Jetzt ist sie tatsächlich oben, es ist fürchterlich kalt, sie findet es cool, oben studieren. Ist das auch schon ein großer Vorteil auch vom Bachelorstudium, dass man sozusagen überall Auslandssemester auch machen kann? Oder gibt es doch ab und zu auch Komplikationen im Sinne von eben behördenmäßig, also dass Prüfungen, die man abgelegt hat, nicht anerkannt werden oder aus zeitlichen Gründen dann das Studium sich nicht ausgeht, beziehungsweise die Abschlussprüfung dort vor Ort nicht gemacht werden kann und somit ein Semester möglicherweise, naja, umsonst möchte ich nicht sagen, also viel Lebenserfahrung, aber jetzt fürs Studium nachgeholt werden muss? Also wir sind an der Universität sehr ernsthaft bestrebt, solche Hürden, wenn sie denn noch bestehen, auszuräumen. Und soweit die Dinge, die im Zuge von Gastaufenthalten belegt werden, sinnvoll sind, auch vollumfänglich anzuerkennen. Also der Gedanke ist, da sogar eher noch großzügiger vorzugehen, als das in anderen Fällen etwa bei Standortwechseln innerhalb Österreichs der Fall wäre. Diese Möglichkeit, ein Auslandssemester etwa über Erasmus in Europa oder über Joint Study außerhalb Europas zu absolvieren, ist eine sicherlich sehr verlockende, eigentlich eine großartige. Das Ziel der Universität geht in die Richtung, dass auch in mehr und mehr Studien, wenn es geht, letztlich sogar verpflichtend, also als integralen Bestandteil des Curriculums, des Studienverlaufes einzubauen. Gelegentlich sind wir noch in der Situation, dass wir mehr Angebot als Nachfrage haben, also dass dann der Schritt über die Grenzen, der letztlich auch manchmal ein bisschen ökonomisch bedingt ist, ich muss dort eine Wohnmöglichkeit finden, nicht immer sind diese Auslandsstipendien wirklich kostendeckend, das sind also eher eine Finanzierungshilfe, dass da die Schwellen noch ein bisschen hoch sind. Die Anrechnungsschwelle, auf die Sie anspielen, die haben wir hoffentlich wirklich zuverlässig ausgeräumt. Hilfe, die Bachelors kommen, kommen auch welche zu Ihnen, um bei Ihnen weiter zu studieren aus dem EU-Ausland? Nicht selbstverständlich, ich war jetzt ein knappes halbes Jahr lang Vizerektor für Lehre. In dieser Funktion habe ich die ganzen Anträge auf Zulassung unterschrieben und gesehen, wie viele Einsteiger wir tatsächlich mit Bachelorabschlüssen von anderswo in Masterstudien an der Universität Klagenfurt haben. Das betrifft übrigens auch unsere Standorte Wien und Graz, aber insbesondere natürlich den Standort Klagenfurt. Eine ehemalige Wiener Kollegin, die jetzt seit langem emeritiert, also im Ruhestand ist, die pflegte zu sagen, Akademikerinnen können alles ein bisschen besser. Das ist zunächst einmal vielleicht eine vermessene Ansage, aber es steckt auch ein großes Korn Wahrheit drin. Es hängt auch tatsächlich dann mit der Einkommenserwartung zusammen. Ein Bachelor hat ein Stück weit in einem Universitätsstudium auch die Aufgabe einer generalistischen Ausbildung. Und so wie etwa im alten China beim Beamtentum, das in einem so großen Reich letztlich enorm staatstragend war, ganz bestimmte Fähigkeiten über viele Dynastien hinweg ausschlaggebend waren, Poesie, Kalligraphie, Schönschreiben, Bogenschießen, Reiten und so weiter, sehr konstant geblieben, sind diese Fähigkeiten und Fertigkeiten heutzutage zwar doch deutlich andere, aber sie spielen für viele Berufe eine große Rolle. Da gibt es Dinge, die in der Schule auch aus Altersgründen nicht vermittelbar sind. In einem Bachelorstudium werden sie vermittelt und auch in der Realität erprobt.